fragt man Schüler nach ihren Lieblingsfächern, stehen Physik und Chemie ganz unten in der Rankingliste. Der Grund ist die Vermittlungsart. Wenig Experimente werden durchgeführt. Und ich glaube, Sie erinnern sich vielleicht alle noch an die Definitionsunterscheidung zwischen Gemisch und Gemenge. Das war Thema der ersten Chemiestunde bei Ihnen und ist es leider heute noch. So kann man keine Herzen für ein Fach gewinnen. Um Kinder wieder für den naturwissenschaftlichen Unterricht zu begeistern, sind also Experimente das Um und Auf. Die Energie AG hat daher bei der Neuauflage ihres Bildungsprogrammes Energie AG macht Schule die Unterlagen auf die Volksschule ausgeweitet. Da hat es früher das Sprichwort gegeben, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das hat nach wie vor Geltung. Aber es geht wirklich darum, dass sich schon in frühester Jugend die Generation bewusst ist, dass Energie eines der wertvollsten Zukunftsgüter sein wird und dass man im Umgang mit der Energie einfach ein komplett anderes Bewusstsein einbringen muss als in der Vergangenheit. Und daher wollen wir hier die Kinder abholen für dieses Thema. Ja, ich glaube, es geht einfach darum, dass man wirklich die richtigen Geschichten erzählt, dass man neugierig macht. Es geht einfach darum, dass wir Naturwissenschaften und Technik, die im Kern dahinter stehen, dass wir die so aufbereiten, dass man experimentieren darf, dass man spielen darf, dass man es selbst auch versucht, weil dann bleibt es hängen. Alles, was man selber mal begriffen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, gerade bei solchen Themenfeldern, daran erinnert man sich dann auch noch in 20 Jahren. Christina Rechberger und Theodora Seiwald haben die Unterlagen pädagogisch aufbereitet. Bei der Umsetzung haben sie auf Folgendes geachtet. Dass es auf jeden Fall motivierend ist für die Kinder, dass sie einen Anreiz haben, dass sie auf jeden Fall das auch durchsetzen können und auch selbstständig eben machen können. Also mir war ganz wichtig, eben wie die Frau Lück schon gesagt hat, dass eben Versuche gemacht werden und die Kinder selbstständig das arbeiten können, ohne dass die Lehrer viel dabei machen müssen. Bei den Experimenten wurde darauf geachtet, dass alles, was dazu gebraucht wird, in jedem Haushalt oder eben in jeder Schule zu finden ist. Also ich unterrichte Physik in einer ASO, also allgemeinen Sonderschule. Und da merkt man halt total, wenn man Versuche macht mit ihnen, dass sie da voll begeistert sind und das am liebsten selber ausprobieren. Und jetzt müssen wir schon machen wir halt wieder Versuche und so weiter. Also Versuche und selber experimentieren, wo sie selber was tun können, ist auf jeden Fall stark motivierend für die Kinder. Die Unterlagen können Sie kostenlos unter www.wirdenkenanmorgen.at herunterladen. Wir wünschen viel Spaß beim Experimentieren.